Eine Trennung mitten in der vielleicht wildesten Frauentauschfolge aller Zeiten. Was du? Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt was wird mit der Maria. Schön großer Altersunterschied. Außerdem gibt es auch noch eine wundervolle Musikeinlage. Du bist mein Herz, du bist mein Schmerz. So etwa. Das ist schön. Und so ganz nebenbei ziemlich schwere Bewerbungsallergie. Guck mal, Kevin, hier ist der Friseur. Ich gehe da nicht rein. Man sag mir, wieso? Weil ich heute Kopfschmerzen habe und der Tag einfach nur heute scheiße ist. All das und noch einiges mehr gibt's in einer wundervollen und brandneuen Frauentauschfolge hier auf meinem Kanal. Und oh mein Gott, ist die wild. Genau deswegen werde ich sie wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Aber vorher nochmal ganz kurz. Danke. Echt einfach mal nur danke. Denn ein paar von euch haben einen Haufen Kommentare geschrieben. Ein paar haben sogar Holy direkt angeschrieben. Und ich habe auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Und jetzt ist es endlich soweit und wir haben unseren eigenen Onion Dog Shaker. Wie geil ist das denn? Und das kann ich an dieser Stelle wirklich mal mit Stolz sagen. Das haben noch nicht viele Communities geschafft. Aber falls du jetzt vielleicht noch gar nicht wissen solltest, was Holy eigentlich ist, hier kommt noch mal eine ganz kurze Erklärung. Holy Iced Tea ist natürlicher Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und das in Pulverform. Einfach Wasser in den Shaker, Pulver drauf, mit einem Eiswürfel verfeinern, shaken, optional kurz dabei tanzen und genießen. Außerdem ist da auch kein Bullshit drin und es gibt mittlerweile eine Menge kreativer Sorten. Aber um nochmal das wirklich Wichtige zu erwähnen, die haben einen verdammten Onion Dog Shaker. Allerdings, und das ist jetzt ausnahmsweise mal kein blödes Influencer-Gelaber, es gibt nicht so schrecklich viele davon und wenn die weg sind, dann gibt es halt auch wirklich keine mehr. Wenn du aber einen haben möchtest, und machen wir uns nichts vor, jeder vernünftige Mensch möchte einen haben, ist es eigentlich super simpel. Einfach für mindestens 15 Euro Holy probieren oder deine Vorräte restocken, den Code ONIONSHAKE im Bestellvorgang eingeben und bam, du bist stolzer Besitzer. Gerade für Holy Beginner bietet sich dann übrigens das Iced Tea Probierpack an, weil dann kommst du easy über den Bestellwert und kriegst den Shaker dazu. Oh, und worüber ich mich tatsächlich auch noch sehr freuen würde, ist, wenn ihr euch einen Shaker holt, dann wäre es mega cool, wenn ihr mir vielleicht ein Bild davon schickt, auf Insta oder so. Das würde mich mega freuen. So, jetzt aber endlich mal zurück zum Video. Hallo, ich bin Alex und auch bei Frauentausch gilt natürlich, du kannst diese wundervollen Folgen in voller Länge auf RTL Plus schauen. Das ist immer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns die erste Tauschfamilie gleich mal an. Und oh mein Gott, das wird wirklich sehr, sehr wild. Sie will mehr, denn sie hat keine Kohle. Die 50-jährige Maria lebt mit ihrem 28 Jahre jüngeren Freund Kevin und Kumpel Kevin 2 in den Tag hinein. Moment mal, also ihr Freund ist nicht mal halb so alt wie sie und könnte vielleicht nicht mal ihr Sohn, sondern ihr Enkel sein. Und dann wohnt da auch noch ein bester Freund, der genauso heißt und mit dem sie vielleicht auch... Oh Gott, Maria, bitte stell dich mal weiter vor und was machst du nochmal beruflich? Ich lebe vom Hartz IV, ich bin glücklich damit, auch wenn ich nicht viel habe. Ich mag keine Tussis und keine Spießer, ich bin bunt. Und mag es laut. Ach so, sie mag keine Tussis. Okay, aber versteht man unter Tussis nicht eigentlich geschminkte Frauen und sie schminkt sich selber? Aber wisst ihr was, das ist das kleinste Problem in dieser Folge. Ein größeres ist vielleicht ihr bester Freund Kevin, der ja auch irgendwie viel zu jung bzw. viel jünger ist als sie und der da halt auch in der Wohnung lebt. Interessante Verhältnisse auf jeden Fall. Mensch, das ist meine kleine Diva. Er hat halt eine Macke, aber mein bester Freund, ich mag ihn, ich mag auch seine Art. Toll. Aber okay, bei Freunden ist das mit dem Alter natürlich am Ende auch egal. Und immerhin teilen sie auch die gleichen Leidenschaften. Sie mögen zum Beispiel ein dreckiges Klo. Deswegen hat Iris auch schon ganz lange ein Problem und wird einfach nicht repariert. Ja, unsere Toilette ist kaputt, wenn man da abzieht, ne? Da kommt die ganze Sauberei geflogen. Das sollst du eigentlich wegmachen. Entschuldigung. Ja, dann bück dich mal und mach's weg. Aber zack, zack, hier. Stellt euch mal vor, ihr bewerbt euch bei einer TV-Sendung im Fernsehen und packt dann in euer Bewerbungsvideo, dass das Klo nicht ganz dicht ist. Ja, ich glaube, die beiden sind auch nicht ganz dicht, aber ja, tatsächlich irgendwie zusammen. Und irgendwie auch nicht. Denn miteinander geschlafen, das haben sie noch nicht. Und ganz ehrlich, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ein bisschen kann ich Kevin da verstehen. Du hast eigentlich noch keinen Sex gehabt. Hatte bis jetzt noch nicht die richtige. Du weißt, ich bin eine erfahrene Frau, ne? Weiß ich. Ja, ich bring dir einiges bei, keine Angst. Wenn du das erste Mal mit mir hast und dann macht es dir immer wieder Spaß. Sollte das eine Drohung sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich glaube, ich brauche an dieser Stelle eine kurze Pause. Aber kein Problem, denn wir haben ja noch Tauschfamilie Nummer 2. Und die ist auch ein bisschen komisch.
Nicht nur dadurch, dass sie aus der Schweiz kommt. Judith und Marcel haben es finanziell geschafft. Mit Marcel hat die resolute Judith auch noch den Mann fürs Leben gefunden. Ja, denn die beiden lieben sich wirklich. Das zeigen sie uns in ihrem Bewerbungsvideo, in dem man sie kaum versteht, weil sie wirklich einen relativ heftigen Schweizer Dialekt sprechen und sich auf die fremdschamigste Weise lieben, die ich jemals gesehen habe. Marcel, was machst du da? Wow! Ich lasse dir ein Bad einlaufen, aber jetzt hast du mich erwischt. Du bist so ein Schatz. Schatz, ich liebe dich. Danke vielmals. Ich liebe dich auch. Oh, ich liebe euch auch jetzt schon. Und dann, und ich weiß, das ist ungewöhnlich, fangen wir auch wirklich schon direkt mit dem Frauentausch an, weil ich muss euch in dieser Folge so viel zeigen, dass wir das sonst gar nicht schaffen. Und deswegen kommt Judith jetzt auch schon am Tauschort an und sie ist schon vom Haus außen mehr als begeistert. Was ist das? Hier leben die? Sau, gleich Sau. Super. Okay, aber hier muss ich die Familie eigentlich mal in Schutz nehmen, weil ich meine, die Reinigung einer Fassade ist jetzt nicht unbedingt Angelegenheit der Mieter und ich bin mir sicher, drinnen wird es bestimmt viel schöner. Judith ist da aber anderer Meinung und glaube ich wirklich ein kleiner Snob. Sie sind ja nicht normal. Okay, okay, die kann sogar schreiben. Hier kann man auch ohne Geld glücklich sein. Du hast ja einen Knall, aber einen Obenknall. Wow, man merkt schon, Judith ist echt eine total positive Person. Du, aber weißt du was, schau dir doch jetzt bitte erstmal die Wohnung an. Und das muss ich wirklich lobend erwähnen, die ist jetzt, finde ich, gar nicht so dreckig. Nicht zuletzt, weil da viel gesaugt wird. Aber das übernimmst natürlich jetzt du. Hoffe ich zumindest. Hey, dein Job, du kannst mich am Arsch lecken. Nein, vergiss es. Die kann mich am Arsch lecken. Was will die mit dem putzen? Das bringst du nicht zu einem Abreiß. Familienbild, passt. Das ist die, oder? Mein Gott. Also ich persönlich bleib dabei, ich finde die Wohnung jetzt gar nicht so dreckig und dieser Eindruck bleibt dann eigentlich in der Küche auch der gleiche. Aber Judith ist trotzdem entsetzt, denn da ist Kalk in der Kaffeemaschine. Beziehungsweise so Ablagerung, ich habe keine Ahnung davon, weil ich selbst keinen Kaffee trinke. Und der ist doch eigentlich auch verhältnismäßig normal, oder? Puh, was sind das für Schweine? Und die Kaffeemaschine, die ist ja geil. Sieht aus, als wäre Urin darüber gelaufen. Woher hat sie eigentlich sofort die Assoziation, dass jemand auf die Kaffeemaschine gepisst hat? Und möchte ich das wissen? Nein. Also schauen wir uns lieber mal den Kühlschrank an. Dessen Füllung ist auch nicht nur übersichtlich, sondern auch sehr kreativ. Wieso sind die so fett, wenn die nichts zu fressen haben? Das verstehe ich nicht. Silberzwiebeln, Margarine und Eierlikör. Mein bevorzugtes Frühstück. Aber okay, Judith schaut sich dann den Rest jedenfalls natürlich auch nochmal an und trifft dann schließlich auch auf ihren Schlafplatz. Und dann ist bei ihr endgültig vorbei. Hier auf dem Sofa kannst du schön kuschlafen. Hä? Du kannst mich doch, du alte Sau, ehrlich. Ich muss echt nochmal hervorheben, wie positiv Judith ist. Na gut, Maria ist in der Zwischenzeit übrigens auch in ihrer Tauschwohnung angekommen. Die ist natürlich total top gestylt und sauber. Wobei die Kücheneinrichtung ehrlich gesagt auch so aussieht, als wäre sie eigentlich mehr oder weniger genauso alt wie die in ihrer Wohnung. Aber RTL 2 stellt es trotzdem so dar, als wäre das jetzt ein super Luxustempel. Qualität, satt, steht doch satt, oder? Was soll das denn heißen? Kannst du lesen? Was soll das heißen? Guten Appetit? Ja, da steht natürlich guten Appetit. Also wenn man alle Buchstaben wegnimmt und teilweise durch völlig andere ersetzt, dann auf jeden Fall. Aber egal, auch hier schaut sich Maria natürlich gleich mal den Kühlschrankinhalt an und ist mehr als begeistert. Tja, kann ich mir alles nicht leisten. Alle Achtung, wäre mein Traum, dass mein Kühlschrank auch mal so voll ist, dass ich nicht immer am Hungerhaken nagen muss. Ja, ich bin mir auch sicher, gerade die abgepackte Salatpackung, die wird sie sich nicht leisten können. Ich glaube, die kostet 89 Cent. Wer hat das schon? Aber sie muss leider auch nochmal betonen, für sie kommt das nicht in Frage. Gefällt mir die Wohnung. Ich kann es mir nicht leisten, ne? Weil ich Hartz-IV-Anfänger bin. Ja, brauche ich aber warm. Ich bin neidisch, ganz ehrlich. Am liebsten würde ich ihn rausschmeißen, selber hier einziehen. Ach Maria, du musst doch nicht neidisch sein. Wirklich neidisch solltest du nur auf Leute sein, die schon meinen Kanal abonniert haben. Denn dann würdest du nichts mehr verpassen und würdest auch noch mitbestimmen, dass es in Zukunft noch mehr Frauentauschvideos hier auf dem Kanal gibt. Also drückt wahrscheinlich nicht nur Maria jetzt endlich den roten Button da unten, sondern sie sieht dann auch zu, wie Judith auf ihre Tauschfamilie trifft. Und ich bin mir sicher, das gibt gleich eine schöne Explosion. Hallo,
Hallo. Kevin. Judith. Willkommen in Gatterstedt in unserer kleinen, feinen Tauschfamilie. Hallo, danke. Hallo, ich bin Kevin. Kevin, willkommen auch in Gatterstedt. Hallo, du bist der Freund, oder? Von Maria? Ja. Der beste Kumpel bin ich von Maria. Ah, der Kumpel. Das ist der Freund. Ich, ja. Ach, nicht der Sohn? Nee. Nein, wenn doch der Enkel. Oh Gott, aber okay. Ich muss insgesamt sagen, das erste Gespräch macht auf den ersten Blick fast einen etwas zu positiven Eindruck. Dann kommen aber doch noch die schweren Themen auf. Dass nichts da ist, das kann ich verstehen. Da aber mich in eine solchen... ja, der Schlafplatz. Krass. Und an dieser Stelle hat der bunte Kevin, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ja schon mehrmals gesagt, dass er jemand ist, der sofort ausrastet, wenn er kritisiert wird. Deswegen habe ich jetzt mit einem Boxkampf gerechnet und es war aber eigentlich total nett. Darüber können wir auch reden. Okay. Wir schlafen. Okay. Na, also wir der Tauschvater schläft auf der Couch und du kannst im Bett schlafen. Das war jetzt nett. Aber um schon mal zu spoilern, das bleibt es nicht. Und diese Folge wird noch absolut wild. Ein bisschen fängt schon damit an, dass Judith dann zwar einen anderen Schlafplatz kriegt, aber auch da einiges zu bemängeln hat. Gut, kann ich aber auch verstehen, denn die Assoziation mit der Kaffeemaschine vorhin und dem Pipi, ne? Die hatte ich irgendwie eher bei diesem Kissen. Siehst du das? Das ist eine Ausdünstung. Da falle ich ja in eine Narkose. Immerhin, das muss man aber sagen, geht Judith dann nicht etwa ins Hotel, wie in jeder normalen guten Frauentauschfolge, sondern bleibt tatsächlich da. Und das gibt uns die Zeit, mal zu schauen, was eigentlich Maria so denkt, als sie auf ihren Tauschpapa Marcel trifft. Und der hat absolut keine Kosten und Mühen gescheut. Maria. Marcello. Hallo. Hunger? Ja. Ja. Für uns beide. Ich habe noch Croissant mitgebracht. Okay. So, einen guten Hunger. Die Raube gehört mir gern. Croissant, eine Fleischwurst und eine Tomate ist jetzt aber auch eher ein ungewöhnliches Essen, oder? Aber ist wahrscheinlich das Schweizer Nationalgericht, was weiß ich schon. Finde ich super schön, dass du einen Tauschpapa hast. Ich habe das große Los gezogen, ich weiß es. Naja, das denkst du jetzt, Maria. Es wird da auch noch einige Probleme geben. Nicht zuletzt möchte Marcel dann gerne mal von ihr wissen, warum sie eigentlich nicht arbeitet. Sie ist doch noch im besten Alter. Aber dafür hat sie eine einigermaßen plausible Ausrede. Ich habe mich öfter schon beworben. Mein Alter, ich bin 49 Jahre alt. Ich kriege nichts. Ja. Nix. Die Jungen, 18, 19, ja. Die einen Tag arbeiten gehen, tschüss. Und ich möchte gerne. Yeah. Ja gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und glauben ihr das, denn wir haben ja auch keine Zeit mehr, schon 16:30 Uhr, deswegen ist der erste Tag schon vorbei, weil man bei Frauentausch dann immer ins Bett gehen muss. Am zweiten Tag geht's aber direkt weiter, denn Judith würde eigentlich gerne frühstücken, aber wir haben ja den Kühlschrank schon gesehen und merkwürdigerweise mag sie Silberzwiebeln mit Margarine und Eierlikör jetzt nicht so gerne wie ich. Wie wollen wir das machen wegen dem Frühstück? Wir haben ja nichts. Na doch, wir hätten schon... Nudeln und Bolognese. Ganz ehrlich, ne? Wenn ich mich zwischen Nudeln mit Bolognese zum Frühstück oder Eierlikör entscheiden würde, dann würde ich vielleicht doch mal nippen. Aber bei Judith gibt es dann erstmal kein Frühstück. Maria hingegen bekommt was, muss dafür dann aber auch ein bisschen arbeiten, und zwar die Terrasse aufräumen. Ist sie jetzt eher so mittelmotiviert? Ich habe eben eine Polle in die Augen gekriegt. Was? Ich bin allergisch dagegen. Oh nein, allergisch gegen Pollen. Und sie hat eine erwischt und dann ist sie schon fast gestorben. Und das ist nicht ihre einzige Allergie. Außenarbeiten geht gar nicht, weil ich die Allergien habe. Pollen, Gräser, Birkenbäume. Kann ich auch nicht abhaben. Okay, jetzt muss ich aber fairerweise sagen, ich kenne mich mit Allergien nicht so gut aus. Ich habe nämlich zum Glück selber keine. Kann ja wirklich schlimm sein. Aber wenn du Außenarbeiten nicht machen kannst, naja, ist ja kein Ding, dann kannst du ja drin den Haushalt machen. Ich habe auch gegen Teppiche Allergien. Der Staub, der da drin sitzt und lebt mir in der Nase, kriege ich keine Luft mehr. Ah, stimmt, deswegen kann sie drinnen auch nichts machen, wo außerdem überall Fliesen sind. Na gut, aber immerhin kann sie rauchen. Das ist nämlich gut für die Lunge. Jetzt wird es medizinisch aber ein bisschen fragwürdig. Ich denke, sie weiß, wie sie sich aus der Affäre zieht, wenn sie etwas nicht machen will. Ja gut, ehe wir jetzt Maria den ganzen Tag beim Rauchen zugucken, gehen wir lieber wieder zurück zu Judith. Und die möchte Kevin und Kevin eigentlich gerne in Arbeit bringen und deswegen hat sie sich auch ein Rollenspiel ausgedacht. Nein, nicht so eins, natürlich ohne Handschellen. Ich gebe mich als Personalchef aus von der Firma. Du musst dich auf einen Verkaufsjob bewerben und kommst dann zu mir und stellst dich
genau für diesen Job vor. Okay, an sich, wie ich finde, jetzt gar keine schlechte Idee, auch wenn man deutlich merkt, dass das der RTL2-Aufnahmeleiter erfunden hat. Dann wird es aber ein bisschen komisch, denn dann findet das Bewerbungsgespräch statt und Judith ist wie immer maximal positiv. Hast du die Bewerbungsunterlagen? Die hast du ja zusammen. Na? Wo hast du sie? Hast du sie in ein paar Minuten da? Nee. Bei dir ist dasselbe? Ja. Da frage ich mich einfach, wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, Judith, aber ich nehme die zwei Jungs jetzt ausnahmsweise mal ganz kurz in Schutz, weil ich meine, du hast dieses Rollenspiel doch erst vor 3 Minuten vorgeschlagen und wenn die jetzt halt keine ausgedruckten Bewerbungsunterlagen haben gerade, dann haben die halt keine ausgedruckten Bewerbungsunterlagen und im bunten Kevin brodelt es deswegen auch schon wieder. Ich stehe gleich auf, ich kann nicht mehr, meine Grenze ist erreicht, Kevin, das sage ich dir. Und warm ist mir auch, das ist kein gutes Zeichen. Da brauchst du mich nicht so anzugucken. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das in der ganzen Folge so dargestellt wäre, als wäre der bunte Kevin der wütendste Mensch der Welt. Denn eigentlich ist der ähnlich soft wie ein Marshmallow. Und meistens ganz lieb. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Weil das Thema bringt mich richtig auf die Palme. Weil es ist eine wildfremde Person, was will die mit meinem Zeugnissen, ja? Die wird die auch nie zu Gesicht kriegen, auch morgen nicht. Da bin ich krank. Richtig so. Und kein Problem, denn wir haben ja noch Kevin 1. Und auch der macht jetzt ein fiktives Bewerbungsgespräch und macht vielleicht noch mal ein bisschen deutlich, warum er bisher halt auch einfach noch keinen Job hat. Was würde es ausmachen, dass ich genau dich würde nehmen? Bin teamfähig. Ja. Mach auch meine ganzen Aufgaben, die man gesagt. Okay, so richtig beeindruckend finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, aber er hat es immerhin versucht. Und so ähnlich ist es auch bei Maria, die hat nämlich eine Aufgabe bekommen. Und zwar soll sie Marcel bei einem Liebessong helfen, den der unglaublich gerne seiner Judith dann singen möchte. Wird natürlich schrecklich und Maria ist auch nicht gut vorbereitet. In Musik, da habe ich mich immer gedrückt in der Schule, weg war ich. Bin ich auf den Hof gegangen und hab mir einen gepieft, einen nach der anderen. Ja, ich bin mir sicher, sie hat wahrscheinlich einfach eine Notenallergie. Würde ja gut zum Rest passen. Aber ist kein Problem, denn Marcel hat sich selber schon einen tollen Text ausgedacht. Wow, also wenn Goethe nicht schon tot wäre, jetzt wär's. St. David, es ist soweit, du musst nun gehen. Und werden wir uns wiedersehen. Refrain, du bist mein Herz, du bist mein Schmerz. Du bist mein Herz, du nimmst mein Schmerz. Ja, und zum Schluss kannst du auch aufschreiben, ich liebe dich. Voilà, ja. Absolut wundervoll. Fehlt meiner Meinung nach nur, du bist meine Maus. Und zum Frauentausch musstest du leider kurz raus. Und dann wird auch tatsächlich noch der Song gesungen. Und ich sag's mal so, ich würde mir das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in eine Playlist packen. Außer ich möchte sterben. Du bist mein Herz, du bist mein Schmerz. So etwa. Mhm. Das ist schön. Ich glaube, das ist ausbaufähig. Mhm. Wir werden da Judith sicher nicht enttäuschen, wenn das fertig ist. Wundervoll. Aber die Aufgabe war ja, dass Maria den Text noch ein bisschen tunt. Und das hat sie dann tatsächlich getan. Und eine Sache muss man ihr lassen. Ihre Reime sind auch nicht beschissener als die von Marcel. Nur halt auch nicht besser. Wow, ehrlich, das stellt mir jetzt auf. Darf ich das angucken? Ja, bitte. Hey, wow. Ohne dich ist alles leer. Du fehlst mir so sehr. Baby, I love you. Das ist toll. Und ohne dich ist mein Leben so schwer. Und es wird es mehr und mehr. Denn ich vermisse dich so sehr. Und schmeiße ich einen Kiesel in das Meer. Okay, wie auch immer, dann können wir mal wieder gucken, was Judith so macht. Die hat nämlich wieder einen Aufreger. Beziehungsweise sie hat einfach Hunger, weil sie den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Und ihre Familie hat dafür gar kein Verständnis, denn die müssen den ganzen Tag Mensch, ärger dich nicht spielen. Und ich wünschte, das wäre ein Witz, ist es aber gar nicht. Und das möchte Judith jetzt geändert wissen. Doch dann zieht Judith die Reißleine. Wir gehen jetzt los und nehmen mein Geld. Aber ehrlich, ihr könnt doch nicht einfach nichts essen. Hat es nicht mal Suppentüten, gar nichts? Nein, nichts. Ich hole jetzt das Geld, wir gehen zusammen los. Da vorne gibt es einen Dorfladen und holen das Nötigste. Oh, finde ich ja irgendwie schön, dass Judith was kauft. Und sie legt, das hat sie an mehreren Stellen gesagt, habe ich euch noch nicht gezeigt, auf gesunde Ernährung sehr viel Wert. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was es Ausgewogenes gibt. Spoiler, überhaupt nichts. Das haben wir eingekauft und haben geschaut, dass wir so viel wie möglich kaufen.
wenn wir das einteilen, sollte das für 3 Tage reichen. Auf jeden Fall. Und dann kann man den vielen Aufschnitt ja ohne Brot essen, weil das haben sie nicht gekauft. Aber dafür gibt es ganz viele Würstchen. Und dafür holen sie dann bestimmt Croissants und eine Menge Baguettes. Ja, wundervoll auf jeden Fall. Von diesen Problemen ahnt übrigens Maria nix. Die hat aber ihre eigenen. Die muss nämlich ins Pollenfeindesland. Ein bisschen rausgehen. Da unten gibt es ein Bächlein mit Wasserfall und ein bisschen die Ruhe genießen. Können wir gerne morgen früh machen. Ist nicht die Frage, da fliegen die Pollen nicht. Ja. Aber jetzt fliegen sie. Oh. Wenn die Pollen zu stark sind, fange ich an zu niesen und ich kriege verdammt keine Luft. Es schnürt sich hier oben zu. Dann hört man auch, wie die Lunge richtig pfeift. Ich bin mir auch sicher, das liegt an den Pollen und nicht etwa daran, dass sie jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten raucht. Naja, Marcel hat sich jedenfalls dafür was ausgedacht. Und man muss sagen, die Folge ist ja schon ein bisschen älter. In gewissem Sinne war er damals ein Wahrsager. Und oh mein Gott, ich möchte an diese Zeit eigentlich nicht erinnert werden. Guck mal, ich hätte was für die Pollen mit Filter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Steck das Ding in ein. Brautkant willst du nicht? Nein! Okay. Guck mal, wollt ihr mich rollen hier oder was? Ein Versuch war's wert. Ja, nee. Ich bin gleich sauer. Nee. Hallo, das ist ja wohl auch absolut unzumutbar. Und witzigerweise, und ich meine das gar nicht böse, ne, kann ich mir Maria sehr gut einige Jahre später in einer Anti-Corona-Demo vorstellen. Naja, vielleicht war sie da ja sogar, das weiß ich leider nicht. Alter Schwede hier. So eine Maske ziehe ich mir ganz bestimmt nicht aufs Gesicht. Und ich weiß nicht, ob ich damit atmen kann. Weil sowas muss ja auch gelernt sein, in so einer Maske zu atmen. Genau. Eigentlich nicht. Aber whatever. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Wir gucken lieber mal wieder, was Judith so macht. Die bekommt nämlich an diesem Tag ihre Haare auch ein bisschen gefärbt, damit sie gut zum bunten Kevin passt. Und irgendwie ist die mittlerweile richtig zahm. Ich glaube, die wurde von ihrer Familie schon erzogen. Ich habe da einfach mitgemacht, dem Frieden zulieb. Also ich müsste das eigentlich nicht haben, aber es passt dazu. Es passt zu der ganzen Geschichte. Man macht Sachen, die nicht wichtig sind und alles andere lässt man liegen. Hat sie nicht Unrecht? Deswegen möchte sie vom bunten Kevin auch noch mal wissen, wenn der so viel Spaß am Frisieren hat, warum er sich nicht schon mal in einem Friseursalon beworben hat. Und das könnte zum einen daran liegen, dass die so schlecht bezahlen. Da kann man auch ehrlich gesagt fast wirklich lieber vom Amt leben. Nein, er hat es auch schon mal versucht und dann gab es einen großen Rückschlag. Und leider, ja, haben die dann gesagt, nee, sie haben schon verantwortlich. Ja, aber das ist ja genau das, was dir Spaß machen würde. Dann mach doch das zu deinem Beruf. Ich habe echt gedacht, ich bin. Da hat er sich tatsächlich nur einmal bis jetzt wo vorgestellt und eine Absage gekriegt und macht da einfach nicht mehr weiter. Da muss ich aber auch sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis auch jemanden, der genauso war, ganz, ganz lange. Und dann hat er doch endlich noch einen Job gefunden und verdient jetzt, glaube ich, mittlerweile mehr Geld als mein gesamter sonstiger Freundeskreis. Irgendwas hat er im Leben richtig gemacht. Aber whatever, ist ja auch egal. Judith ist dann jedenfalls mit ihren Haaren sehr zufrieden. Sieht aber objektiv betrachtet mittelscheiße aus, finde ich. Sieht doch schön aus. Ja. Und steht dir. Ich fühle mich gut, es ist nicht so schlimm, es ist nicht extrem. Also, Aufgabe bis jetzt teilweise erfüllt, vielleicht werdet ihr ja noch ganz erfüllt. Mal sehen, was Kevin dazu beiträgt. Genau. Und dann, ich habe es euch ja schon versprochen, wird die Folge nochmal richtig, richtig wild. Ein bisschen fängt es damit schon bei Maria an. Die ist jetzt nämlich wirklich in diesem ekelhaften Draußen und so. Zum Glück hat sie aber ihre Zigaretten dabei. So kann sie ja erstmal ein bisschen bekämpfen. Maria verharrt in ihrer Null-Bock-Stimmung. Schöne Aussichten und nie gesehene Sehenswürdigkeiten lassen sie kalt. Mit diesem Verhalten bringt sie Marcel zur Verzweiflung. Verständlicherweise, denn der hat sich sehr viel Mühe gegeben. Er hat sie immerhin nach Bern gebracht. Also, da wohnt die Familie eigentlich streng genommen. Sie haben so gesehen nur die Haustür geöffnet. Das ist aber schon eine ziemliche Anstrengung. Und ich kann ihn so ganz nebenbei auch verstehen. Maria ist, glaube ich, echt nervig. Edit, weil ich gerade im Schnitt sitze und festgestellt habe, dass ich Blödsinn geredet habe. Es ist Basel. Ich gebe mir wirklich Mühe, dir Basel zu zeigen. Und du zeigst keine Freude. Und ich gebe mir Mühe und alles, was ich sage. Pass auf, ich möchte nach Hause, schmeiße den Frauentausch, sprech ab. Ganz ehrlich, also ich glaube, das wäre jetzt der wildeste Abbruch einer Frauentauschfolge gewesen, die ich jemals gesehen habe. Und ich kenne eigentlich ungefähr alle Folgen. Bleibt es denn jetzt dabei? Wie geht es weiter? Packst du den Koffer? Muss ich dir helfen dabei? Oder bleibst du hier? Ich bleib hier. Okay. Schön, sie möchte also nicht abreisen. Also zumindest so lange, bis Marcel sie dann bittet, dann auch wieder ihren Koffer auszupacken. Das ist ja dann doch wieder zu viel und sie will gehen. Hä? Ja, ich kann ja gehen, wenn du willst.
Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Genau. Okay, und ich habe da jetzt gar nicht so viel geschnitten oder so, ne? Also innerhalb von 90 Sekunden wollte sie gehen. Dann wollte sie bleiben, dann wollte sie wieder gehen. Jetzt will sie also natürlich wieder bleiben. Und dann wird es sogar noch ein bisschen schön zwischen den beiden. Ich wollte mich entschuldigen bei dir. Das ist Größe. Ja. Das ist Größe. Respekt. Weil entschuldigen, das nicht einfach. Okay, das war aber nicht mal das Wilde, was ich meine. Das passiert in der anderen Familie und auch erst gleich. Erstmal kommt nochmal der bunte Kevin dran, der sich jetzt ja bewerben soll. Das hat er ja versprochen. Aber ist ein ganz blöder Tag heute. Guck mal, Kevin, hier ist der Friseur. Ich gehe da nicht rein. Mann, sag mir, wieso? Weil ich heute Kopfschmerzen habe und der Tag einfach nur heute scheiße ist. Aber Kevin, lass es uns versuchen. Nein. Am Ende ist Judith aber eisenhart. Deswegen bewirbt sie sich, wenn man so möchte, einfach in Kevins Namen, während er einfach nur daneben steht und es ein bisschen peinlich aussieht. Ich bin mir sicher, das macht bei der potenziellen zukünftigen Arbeitgeberin mal einen richtig guten Eindruck. Würden Sie ein Praktikum oder ein Probetag zur Verfügung stellen? Kevin will einen Job haben, sagt aber kein Wort. Kann man, also ein Praktikum würde ich natürlich ermöglichen, auch wenn wir nicht suchen. Das kriegen wir sicherlich. Kein Problem. Alles klar. Vielen Dank. Danke. Cool, aber das ist jetzt natürlich kein Ausbildungsplatz, sondern nur ein Praktikum. Und eigentlich reicht Judith das nicht, dem bunten Kevin allerdings schon. Und wir wissen ja schon, der ist eigentlich wie ein Vulkan. Einer, der schon seit ungefähr 4 Millionen Jahren allerdings erloschen ist. Ich bin jetzt nur in meinen Schatten gesprungen, ja, wir waren jetzt da drin, jetzt komme ich raus, jetzt will die Tauschmutti weitergehen, das bricht mich gerade richtig an. Und wenn ich explodiere, dann explodiere ich richtig. Zum Glück hat der bunte Kevin aber Glück, denn Judith hat noch was mit dem anderen Kevin vor, denn der hat ja noch nie mit einer Frau geschlafen und deswegen möchte sie ihn jetzt langsam daran führen. Zum Glück macht sie das allerdings nicht selber, sondern hat sich was anderes ausgedacht. Und das führt gleich zu einem der merkwürdigsten Momente in allen Frauentauschfolgen überhaupt. Wo sie mir die Augenbinde abgenommen hat, habe ich erstmal einen Schock gekriegt, wo ich da drin war. Ich hab mit sowas ja auch nicht gerechnet. Ich habe sowas bisher noch nie gehabt, ja. Yay, eine Stripper! Und leider wurden uns dann gar nicht so viele Folgen gezeigt, ist halt RTL 2 Familienprogramm. Ich habe mich nur ein bisschen gefragt, was ist das Weiße, was Kevin danach im Gesicht hat? Und wieso hat er das im Gesicht und nicht die Frau? Wisst ihr was, ist am Ende des Tages ja eigentlich auch egal. Judith wollte dann auf jeden Fall mal wissen, ob es nicht einfach trotzdem wundervoll war. Und, fand's gut. Das sollte man so richtig genießen. Und ich weiß, ich habe dich etwas überrumpelt und... Ich konnte es dir nicht sagen, aber ich dachte mir, ich kann dir das zutrauen. Okay, und irgendwie, glaube ich, hat das Kevin gefallen, denn der sieht ja doch ziemlich begeistert aus. Und eigentlich hat Judith das ja gemacht, damit er sich in der Beziehung zu Maria mehr traut, auch auf der bestimmten Ebene. Dann kommt aber plötzlich diese Äußerung hier. Was du... Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt was wird mit mit der Maria. Schon ein großer Altersunterschied. Okay, das ist jetzt doch ein kleines bisschen überraschend. Und ich hatte erst noch vermutet, ich habe das vielleicht verstanden oder es ist jetzt ein bisschen mehr Drama, als da eigentlich ist. Dann wird Kevin aber noch ein bisschen deutlicher und deswegen auch der Titel dieses Videos. Du hast sie gern, du möchtest... Ich möchte eigentlich nur Freundschaft. Aber ja. Ich weiß nicht, wie ich das verklickern soll, weil... Du hast Angst, du... sehr schnell hoch. Die ist schlimmer als Kevin. Ja, ganz, ganz blöde Situation. Noch schlimmer als Kevin? Also überhaupt nicht? Okay, na gut. Aber es scheint jedenfalls tatsächlich so, dass sich Kevin wirklich von seiner Freundin trennen möchte. Und die Stripperin ist daran auch nicht so ganz unschuldig. Auch nicht verklemmt, also hat das gefallen. Also in meinem Kopf hat sich halt abgespielt, dass Maria doch nicht das Richtige für mich, sondern eine Jüngere, das wäre viel, viel besser. Jetzt muss es Maria nur noch irgendjemand sagen. Und dazu ist Kevin selbst zu feige, weswegen er die Tauschmutter bittet, der Maria zu verklickern, dass er keine Beziehung mehr mit ihr möchte. Und das ist nicht nur eine der wildesten Sachen, die ich jemals gehört habe. Die Szene dazu ist auch absolut legendär. Ich denke, er hatte nicht eine Sekunde an dich gedacht. Geh vom Arsch vorbei. Mir hat es gegrault, dir das... zu übermitteln. Ist so jung und so lahm. Maria, das wird nichts.
Ich will ihn nur nicht. Ich schieße ihn eh ab. Bei Marcel hat sie ihrem jungen Lover noch Liedtexte geschrieben. Also nochmal ganz kurz. In einer Frauentauschfolge beschließt ein Mann mit seiner Freundin Schluss zu machen. Und die beschließt, als sie das hört, auch Schluss zu machen. Weil sie das sowieso schon die ganze Zeit vorher wollte. Und WTF. Aber immerhin scheint es Maria dann doch ein bisschen nahe zu gehen. Ich kann dir sagen, warum ich gegangen bin. Ich war am Schäumen. Wie du das mir ja ansiehst. Ich bin enttäuscht von Kevin und nicht von der Tauschmutter. Der ist mir zu jung und ist mir zu wohl. Und zu Paul auch. Ist mir scheiße, das geht beim Arsch vorbei. So ein Lappen brauche ich nicht an meiner Seite, tut mir leid. Wenn ich gleich nach Hause komme, dann wirst du mein bestes blaue Wunder leben, das schwöre ich dir. Okay, und ich bin ehrlich, ich finde es irgendwie total traurig. Auf der anderen Seite bin ich jetzt aber doch auch sehr gespannt, ob sie Kevin wirklich die Hölle heiß macht. Ja, sie fängt auf jeden Fall so an. Andere möchten arbeiten gehen. Ich möchte auch eine Arbeit haben, ich kriege keine. Und du bist jung und kannst eine bekommen. Du faules Dreckschwein. Sollst dich schämen. Nett. Das Erste, was sie ihm sagt, ist also faules Dreckschwein. Und danach wird es noch ein bisschen schlimmer, denn sie konfrontiert Kevin auch noch mit der schlimmen Wahrheit, dass er in dieser Table Dance Bar war, in die er ja nicht mal selber wollte. Aber das ist Maria natürlich völlig egal. Ich habe was Schönes gehört. Was denn? Angeblich bist du ja so schüchtern, ne? Wo warst du denn? Beim Stripclub. Und war geil? Ich höre. Das war schon gut. Ja, und dann willst du mir sagen, du bist schüchtern? Wenn man schüchtern ist, geht man sowas nicht rein. Ich hab doch nicht gewusst, wo es hingeht. Hättest du es rausgehen können, oder? Okay, und dann ist es also tatsächlich soweit und es gibt sie. Es ist nicht die erste, aber die vielleicht merkwürdigste Trennung, die ich jemals bei Frauentausch gesehen habe. Und deswegen ist das hier auf jeden Fall eine der wildesten Folgen aller Zeiten. Was nun? Nix und nun. Ich bin glücklicher Single. Bist du selber schuld. Ja. Na, siehst du, das ist es. Das ist Kevin. Und das war das Video. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich. Dann würde ich mich jetzt noch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Bock hast, schau auch super gerne, wie gesagt, bei Holy vorbei. Denn die Shaker gibt's wirklich nicht so lange. Und streng genommen musst du das jetzt sowieso wieder tun. Denn sonst ist auch deine nächste Trennung genauso wild wie diese Folge.